Herzlich willkommen hier bei unserem YouTube-Kanal in der Kreismusikschule Diepholz. Heute aber in der Grundschule Leeste. Musikschule macht Schule machen wir im ganzen Landkreis. Das ist ein Projekt, das sich an alle Kinder der ersten Klassen richtet. Und wir haben inzwischen 7 Grundschulen hier im Landkreis Diepholz im Paket, die fleißig mitmachen. Hier haben wir die Grundschule Leeste mit 3 Gruppen am Vormittag und heute gucken wir einmal in den Gitarrenunterricht zum Schnuppern hinein. In diesem Bereich und da legt ihr euren Ellbogen drauf. Einfach mit dem Daumen. Ja, das ist jetzt mal Dorma. Ja, das ist gut, aber die Gitarre weiter zu halten und hiermit hältst du sie fest. Mach noch. Gut, stopp, jetzt du weiter. Ja, das war gut. Ja, mein Name ist Martin Stammlitz, ich bin Schulleiter der Hundertwasser-Grundschule in Leeste und haben bei uns an der Schule jetzt im 3. Jahr das Projekt MUMA Schuh, das steht für Musik macht Schule und in der Praxis heißt das, dass die Musikschule uns praktisch unterstützt im Musikunterricht und Fachleute schickt, die den Kindern einzelne Musikinstrumente ein bisschen näher bringen sollen. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt auszuprobieren, direkte Primärerfahrungen zu sammeln und ja, insgesamt kommt es sehr gut an. Die Kinder sind wirklich mit Begeisterung dabei, freuen sich auch schon immer wieder, wenn es wieder stattfindet, fragen schon, wann kommen wieder die Musiklehrer von der Musikschule. Achtung und... Ich unterrichte seit 1985 an der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz. Ich arbeite bei einem Projekt mit, das MUMA Schuh heißt. Der Name übersetzt bedeutet Musik macht Schule. So, jetzt machen wir eine Runde. Wer will? Wer will das alleine mal machen? Indem sie auch die Musikinstrumente begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes anfassen können, machen sie die Primärerfahrung, die auch zur weiteren Forschung mit diesem Instrument auch wirklich einlädt. Und neben diesen Kompetenzen, den Vorläuferkompetenzen der späteren Fachdisziplin Musik wie Rhythmus, Taktgefühl, Noten, Lesen und so weiter, werden dann noch ganz andere fächerübergreifende Dinge geschult. Hebt mal bitte euren linken Arm hoch, den richtigen Arm bitte, ich guck mal. Wir reden hier über Dinge der Kinästhetik, der Feinmotorik, der Grobmotorik, Umgang mit fremden Eigentümern und so weiter. Also wirklich in vielfältiger Weise profitiert die Schule auch fächerübergreifend von diesem Projekt.